Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Gerade eben habe ich hier eVolatility geöffnet, die Webseite, die wir nutzen, um uns Optionen herauszusuchen, um uns Volatilitäten herauszusuchen. Und was muss ich feststellen? eVolatility hat sein komplettes Design verändert, hat seine komplette Seite verändert. Und deswegen machen wir jetzt mal eins. Ich zeige euch mal, wie sich diese Seite verändert hat, wo ihr die richtigen Informationen jetzt findet. All das und mehr jetzt im Video. So, das ist also das neue Outfit von eVolatility. Man sieht es etwas modernisiert. Die Seite sieht jetzt frisch und modern aus. Hat sich also vom Inhalt her überhaupt nichts geändert. Lediglich bei den Anordnungen ist etwas ein bisschen anders geworden. Und jetzt schauen wir einfach mal, wo wir das gemeinsam alles finden. Wichtig ist also, man muss sich einloggen. Das findet man dann hier oben auf der linken Seite. Ich bin jetzt hier schon eingeloggt, also bin schon drin. Dann findet man darunter My Services, also alles das, was man abonniert hat. Ihr seht, wir haben hier ein paar Sachen mehr, also europäische Aktien beispielsweise, den Download Wizard. Das alles braucht ihr jetzt zwingend nicht, sondern für die Aktienoptionshändler bleibt es dabei Advanced Options und für die Future Optionshändler Advanced Future Options. Das Ganze kostet jeweils knapp $15 im Monat, also das heißt hier, wer alles beides hat, $30. Wer jeweils nur so den einzelnen Service nimmt, das kostet dann $15. So, wo findet ihr das Ganze jetzt? Bislang war das ja hier immer auf der linken Seite, jetzt findet ihr das hier oben unter Service and Tools. Ihr klickt das Ganze einfach an und dann findet ihr das Ganze hier bei Analysis Services. Und dann könnt ihr hier heruntergehen und findet dann zum Beispiel jetzt hier Advanced Future Options, könnt dann darauf gehen, egal ob ihr jetzt hier Future Options anklickt oder Futures, das spielt eigentlich keine Rolle, denn ihr werdet es gleich sehen, jetzt kommt ihr auf die Seite, wie sie auch vorher schon war, auch hier ein bisschen aufgehübscht, ein bisschen moderner, aber letztendlich alles das Gleiche. Das heißt also, wer beispielsweise jetzt weiterhin die implizite Volatilität für die Futures sucht, der findet sie hier. Ihr scrollt einfach hier unter dem Reiter Futures einfach auf die Unterseite und dann seht ihr hier unten den Implied Volatility Index. Ihr seht hier das 52 Wochen hoch, ihr seht hier das 52 Wochen tief und in der Spalte darüber findet ihr den aktuellen Wert. Ihr könnt aber natürlich auch nach wie vor hier einfach auf diesen Chart gehen. Wir haben festgestellt, je nach Browser sieht man plötzlich, wenn man hier aufklickt, die Zahlen nicht mehr. Wenn man dann aber so nach unten geht, dann sieht man das Ganze plötzlich wieder. Stellt euch hier einfach bei HV, also Historic Volatility, die historische Volatilität, stellt euch da einfach den untersten Wert ein, 497, sagt okay. Und dann verschwindet nämlich diese gelben Linien und dann habt ihr bloß noch die implizite Volatilität hier drin. Klickt einmal drauf und dann macht sich hier das Ganze ein bisschen größer. Und ihr könnt relativ gut abschätzen, ist die Volatilität jetzt gerade hoch oder ist sie niedrig. Bei den Future Optionen klickt ihr einfach hier auf den Reiter Future Options. Und auch da seht ihr, das ist genau wie vorher. Bitte darauf achten, wer ganz neu ist bei eVolatility, wer das also nutzen möchte, beim Symbol, was man hier eingeben muss, da kann man nicht die Symbole eingeben, die man in der TWS eingibt, sondern hier muss man die Symbole eingeben, also quasi die alten Börsensymbole. Ich will euch mal ein Beispiel geben. Sojabohnen gibt man ja in der TWS Trader Workstation mit ZS ein. Das ist der elektronische Kontakt. Hier muss man nach wie vor S eingeben. Also für Soybeans und dann kann man das Ganze hier anklicken und kommt dann hier auch entsprechend auf die Sojabohnen. Hier unten alles gleich geblieben. Wer sich mit diesen Symbolen nicht ganz so auskennt, bei uns auf der Webseite einfach registrieren und da gibt es dann im freien Bereich gibt es dann eine Tabelle, wo unter anderem sämtliche Symbole für diese Future Optionen entsprechend hinterlegt sind. So, ansonsten findet ihr weiter die ganzen Sachen, wie sie immer schon waren hier auf der Seite. Also ihr könnt hier, wenn ihr das wollt, historische Daten herunterladen. Es gibt diesen News-Bereich, es gibt diese
Es gibt diese Knowledge Base mit Wissen, mit Blog und so weiter und so fort. Schaut euch das einfach mal an. Also wirklich eine recht gute Seite. Ich nutze Teile davon. Also viele, viele Sachen benötige ich für meinen Handel jetzt nicht unbedingt. Aber jeder ist ja ein bisschen anders. Der eine möchte mehr technische Details haben, der andere möchte mehr so die Sachen, wo er sagt, das nutze ich praktisch und ich will nicht ganz in die Tiefe gehen. Schaut euch das einfach mal an. Tolle Seite. Also ich bin ein großer Fan von E-Volatility und gerade für einen Einsteiger ist das also etwas, was sich definitiv lohnt. Im Grunde genommen hat sich gar nicht so viel verändert. Man muss einfach jetzt nur wissen, wo man hinschaut. E-Volatility, das bleibt nach wie vor eine sehr, sehr gute Quelle. Und gerade für diejenigen unter euch, die eben jetzt nicht eine teure Optionshandelssoftware wie OptionView haben oder die auch noch so ein bisschen unsicher sind beim Heraussuchen der Optionen, für die lohnt es sich also definitiv, sich mal wenigstens für ein paar Monate E-Volatility anzuschauen. Die $15, die ihr da im Monat investiert, die sind es definitiv wert. Und hier bekommt ihr wirklich für kleines Geld sehr, sehr viele gute Informationen, die ihr braucht, um erfolgreich Optionen handeln zu können. Wenn euch mehr solche Webseiten interessieren, die wir auch hier nutzen, oder wo ihr sagt, Mensch, wo bekomme ich denn gewisse Informationen über den Optionshandel her, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ich habe ganz, ganz viele Dinge, die ich euch da zeigen kann. Ich brauche bloß eure konkreten Anregungen und dann können wir da hier entsprechende Videos machen. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir sehen uns im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.